Ein neues Trikot der Nationalmannschaft wird heutzutage nicht nur vorgestellt, es wird zelebriert. Mit dem Rot hat man das Gefühl, man bekommt Selbstwertbewusstsein, ein Gefühl von Stärke, von Unbesiegbarkeit. Dieser spezielle Rotton, wir müssen differenzieren zwischen Rot und Rot, hat sozusagen was sehr Souveränes. Ich habe mir so viel nicht gedacht, wie der Farbenpsychologe da jetzt gerade erklärt hat. Aber so wie das ist, wird ja jeder Gegner in Ehrfurcht und Angst erstarren, wenn er das Rote sieht. Wenn es so wäre, wäre es ja gut. Die Nationalmannschaft in Rot, das hatte es zuletzt vor 80 Jahren gegeben. Nicht schlecht staunten auch die, die das Trikot morgen tragen sollen, allen voran der Kapitän. Für Michael Ballack zählen aber andere Werte. Ja, ich hoffe, dass wir auch in dem Trikot, das ist das Wichtigste, dass wir erfolgreich sind, dass wir gewinnen. Das dritte DFB-Länderspiel im Osten, das erste in Leipzig. Erstaunlich, bis heute kannte Michael Ballack nur die alte Schüssel. Auf jeden Fall war ich ein oder zweimal auch als Zuschauer da. Ich glaube, er ging. SSC Neapel war das damals, im VfB Leipzig gespielt hat, wo Maradona noch mitgespielt hat. Wir waren ja über 80.000, glaube ich, im Stadion. Und das war schon ein bleibendes Erlebnis damals. Aus dem kleinen Fan von 1988 ist inzwischen der Star im deutschen Fußball geworden. Ballack hier, Ballack dort. Der gebürtige Görlitzer hätte heute auch ohne Probleme ein paar Stunden beim Frage-Antwort-Spiel zubringen können. Also ich freue mich riesig, dass ich wieder mal in der alten Heimat bin. Und ist ja nicht so oft, dass wir im ehemaligen Osten ein Spiel haben. Von daher freue ich mich natürlich auch ganz besonders. Ich denke auch, die Leute hier im Umfeld sind begeistert und fiebern dem Spiel entgegen. Vor gut einer Stunde der 28-Jährige zum ersten Mal in der neuen Arena. Öffentliches Training des Vize-Weltmeisters im Zentralstadion. Morgen wird Ballack das deutsche Team auf den Rasen führen. Und dann eben auch als Kapitän aufzulaufen, ist was Schönes. Natürlich, wenn man entscheidend ist, immer, dass man auch erfolgreich spielt, dass man gewinnt. Vor allem, wenn man quasi ein Heimspiel hat. Mal sehen, ob der Ex-Chemnitzer morgen auch gegen Kamerun trifft.